Guten Morgen. Guten Morgen, Rupi. Ich werde gleich aufgeweilt hin. Ja. Was steht noch jetzt an? Weißt du, was noch viel schlimmer ist, als was heute ansteht? Ist das, was ansteht am 3. April. Nämlich heute in der Früh gelesen. Die Lappersdorfer Straße wird bis zum Ende des Jahres aufgerissen. Doch. Macht ja nichts, die Donaustaufer Straße auch. Ja. Und die Frankenstraße auch. Alter, und die Autobahn auch. Die Lappersdorfer Straße ist eh schon so ein Nadelöhr. Ohne Witz, da muss nur einer vorne an der Arbeit mal nicht drüber fahren und es staut sich hinter bis zur letzten Reihe. Oh fuck, ey. Ich muss irgendwie anders fahren. Das wird echt scheiße. Die einfachste Lösung wäre autofreies Regensburg, weil dann. Ja. Ich glaube, nicht einmal mit dem Radl könnte man mehr durchfahren manchmal. Ja, heute steht an Saugen, dann machen wir Videos wieder richtig falsch. Und dann habe ich, ja, da wahrscheinlich der Martin immer noch krank ist, den hat es gestern mit Fieber erwischt, musste einer von uns beiden einen Zirkel machen. Wahrscheinlich wird es auf mich zurückfallen, weil der Daniel, glaube ich, direkt um 18 Uhr einen Termin hat. Ja, müssen wir jetzt durch. Ja, da steht heute auf. Das Zufallswort des Tages. Ja, bitte. Ehrenamtlich. Ha, oh, ehrenamtlich. Habe ich leider noch nie was gemacht. aber wir haben ja hier, kann man noch mal ein bisschen hervorrufen. Wir haben einen Rabatt für Ehrenamtskarten, Leute. Die kriegen 25%. Weil wir das eben wirklich fördern wollen. Weil wir das wirklich cool finden, wenn Leute sich ehrenamtlich betätigen. Ich persönlich habe da leider nie Zeit dafür gefunden. Mein ehrenamtlicher Status war eigentlich das, ja, in der Schule. Da habe ich keine Zeit dafür gehabt. Ja. So ist es leider. Test 1, 2, 3. Was war das? Sorry. So, läuft noch? Läuft noch. Okay. Servus zum Technikcheck. Sie macht mich schnell scharf, das kannst du mir lernen. Nee, dass du für sie scharf. Ach so. Hi Daniel. Hey Markus. Das ist lustig. Was? Du sagst Hallo, sag ich Hallo. Was steht denn heute so an? Ja, also wir haben jetzt erstmal heute natürlich schon Videos gedreht, wieder richtig falsch Videos. Jetzt war ich dann noch im Umkleidesaugen, bis der Andi kam. Und genau, dann habe ich jetzt einen Trainingsplantermin. Und zwar ganz was Spezielles. Er hatte, ohne jetzt einen Namen zu nennen, er hatte einen grippalen Effekt Ende letzten Jahres. Und die Chance, dass man mehr oder weniger sich davon nicht mehr so leicht erholt, liegt bei 1 zu 100.000. Und es sah dann folgendermaßen aus, dass mehr oder weniger sein ganzer Körper gelähmt war. Also er konnte sich gar nicht mehr bewegen, weder gehen, noch Arme heben, noch sonstiges. Also richtig krass. Und ja, die Ärzte meinen, ja, das kann mal passieren, jeder Hunderttausendste bekommt das nach einem grippalen Effekt. Und ja, und jetzt war mehr oder weniger die letzten Monate, die letzten zwei Monate, ging es dann eigentlich sogar schneller wie gedacht wieder. Mit den ganzen Medikamenten, die er erhalten hat. Also er konnte sich jetzt langsam wieder bewegen. Reha-Training hat er jetzt schon, oder zwei Reha-Sessions hat er schon hinter sich. Und jetzt ist es sozusagen an der Reihe, Aufbautraining zu gestalten mit dem Fitnessstudio. Ärzte haben das auch alles genehmigt und gesagt, hey, super Idee, ist auf jeden Fall. Soll er auf jeden Fall machen. Und da mache ich ihm jetzt einen Trainingsplan. Dann gehen wir das mit ihm zusammen durch. Und dann trainiert er hier dreimal die Woche und dann überprüfen wir das regelmäßig. Was wird das für ein Trainingsplan sein? Mehr, eher Maschinen? Ja, also schon eher wirklich Maschinen, weil koordinativ weiß ich jetzt noch nicht genau, wie fit er da ist, was er machen kann. Das finden wir auch noch raus, aber auf jeden Fall erstmal ein Ganzkörper-Maschinenplan. Auch nur zwei Sätze pro Übung, auch mehr Wiederholungen, überhaupt nicht ans Limit gehen. Also wirklich, wirklich low. Mhm. Starten und dann langsam sozusagen aufbauen. Okay. Jetzt habe ich noch das Zufallswort des Tages. Ehrenamtlich. Geile Sache, Ehrenamt. Finde ich super. Also jeder, der Ehrenamt macht, da ziehe ich mir immer generen Hut wirklich davor. Also
wenn ich da so, manche von uns kenne ich ja auch einige, was die da so leisten, das ist Chapeau, echt ordentlich was, also jeder, der das wirklich macht, vollsten Respekt. Aus dem Grund gibt es bei uns auch die Ermäßigung für Leute, die eine Ehrenamtskarte haben, weil wir gesagt haben, gut, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, was die Leute machen und wir wollen das irgendwie unterstützen und denen sozusagen damit eben oder deswegen preislich entgegenkommen, weil wir das so super finden. Und ja, auf jeden Fall eine verdammt gute Sache. Ja, schlimm ist, dass viele die Ehrenamtskarte gar nicht kennen, obwohl sie eigentlich Anspruch drauf hätten. Okay. Ist mir aufgefallen. Mhm. Jetzt halt hier, wenn wir öfter mal Leute da haben und sagen, ja, hast du Ehrenamtskarte? Na, ich bin aber bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hier auch nochmal der Hinweis, den kann man beantragen. Einfach mal bei eurer Feuerwehr oder wo auch immer ihr ehrenamtlich tätig seid, nachfragen. Die kostet natürlich nichts und man kriegt Rabatte bei vielen Firmen, wie bei uns zum Beispiel, oder auch freien Eintritt in, ich glaube, ganz allen Schlössern und Museen in Bayern. Oh, cool. Also ist richtig cool, kann man viel sparen und sollte man schon nutzen, ja, weil dann kriegt man zumindest ein bisschen was zurück, ja, das was man der Gesellschaft auch gratis zur Verfügung stellt. Richtig, richtig. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine geile Sache, jeder der das macht, also cool. Ich habe eine Frage an dich. Warum hast du deine Safety so weit oben und warum legst du ab? Das ist kein Versehen, könnte man so interpretieren. Ne, das sind das Bankdrücken auf den Pin-Press sozusagen. Und das macht man eben absichtlich auf die Ablage und zwar bei einer bestimmten Höhe. Also das ist dann immer individuell für jeden Einzelnen. So, zu überlegen, wo macht man diese Höhe rein. Ich habe halt meinen schwächsten Punkt direkt von der Brust unten raus, deswegen mache ich es eigentlich auf der Höhe, wo ich normal auch ablegen würde. Lernt mir einfach zum einen, dass ich eben unten raus explosiv nach oben drücke, also richtig schön tappen raus, dass ich voll Bock habe, da Vollgas zu geben gleich. Da könnte man natürlich dann argumentieren, hey, wenn du eh ganz, ganz unten ablegst, warum machst du nicht einfach Brust auf der Pause? Auch Brust auf der Pause. Brust auf der Pause. Wunderschön. Unglaublich. Pause auf der Brust. Weil das habe ich mit Mick letztens schon diskutiert. Anders als zum Beispiel auch bei der Spoto Press, wo man dann so einen Zentimeter vor der Brust aufhört und dann wieder nach oben drückt. Hier muss man unglaublich auch auf die Abwärtsbewegung aufpassen. Weil wenn du jetzt hier falsch ablegst, dann kommst du unten nicht mehr raus, beziehungsweise geht dann ziemlich auf die Schultern, weil du halt dann einfach schon falsch abgelegt hast. Wenn du jetzt einfach in der Luft eine Pause machst, dann regelst du das selber. Dann kannst du da unten auch die Pause machen und dann in der Pause praktisch nochmal schieben, wo du hin musst. Und hier musst du dich unglaublich auch auf die Abwärtsbewegung drauf konzentrieren. Und das finde ich eben sehr, sehr schön, weil dann hält man richtig schön die Spannung. Finde ich echt eine coole Sache. Habe ich halt jetzt einmal in der Woche drin. Ansonsten habe ich dann noch normales Bankdrücken halt jetzt vor 2 Tagen gehabt und dann nochmal hohe Wiederholungszahl dann am Samstag oder Sonntag, je nachdem wie ich es zeitlich schaffe. Aber das ist eben, ja, warum ich hier auf die Pins ablege. Finde ich eigentlich eine coole Variation. Dem Blog vorenthalten, dass du bereits schon mal einen Trainingsplan außerhalb benutzt hast. Das war aufschließt. Chris hat schon einen Trainingsplan von einem Powerlifter gemacht, hat dafür gezahlt und ist hart gegen die Wand gerannt. Also ich möchte jetzt aber auch nicht ausschließen, dass du mit deiner Regeneration schlecht gehaushalten hast. Weil durchaus Eskapaden am Wochenende öfter mal mit drin sind. Nichtsdestotrotz, das muss man halt dann einplanen und es war dann einfach nicht mehr möglich. Also es war echt brutal viel Volumen und das hat ihn einfach weggeballert. Also ich glaube am Montag irgendwie die 3 Hauptgrundübungen und dann zusätzlich noch Overhead Press und Klimmzüge.
Darts, 5x5 jeweils. Also das hat ihn einfach, das dauert an sich schon ewig und dann auch noch mit ziemlich hohen Prozenten, also das hat ihn einfach aus dem Leben geschossen. Also das war einfach viel zu viel. Und jetzt schauen wir mal, ich habe ihm ja vor, wann war das? Vor einem halben Jahr oder sowas, haben wir schon mal einen Trainingsplan gehabt. Es war auch ein Ganzkörpertrainingsplan, dreimal die Woche. Und das hat eigentlich auch ganz gut hingehauen, gell? Aber ja, müssen wir mal schauen, wie es sich jetzt einbauen lässt, ob wir dabei bleiben. Ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan davon mittlerweile, gar nicht so starr immer zu arbeiten und zu sagen, okay, ich mache jetzt entweder Ganzkörper oder Push-Pull oder wie auch immer. Weil man kann ja das auch kombinieren. Also das heißt, man kann einen Push-Pull machen, dann einen Tag Pause, einen Ganzkörper und dann nochmal einen Push-Pull. Da geht man halt sozusagen ein bisschen öfter ins Fitnessstudio. Man hat an den Push-Pull-Tagen zum Beispiel einfach mehr Zeit, effektiv eine Übung zu machen, ohne dann hinten raus irgendwie eine andere Übung total erschöpft zu sein. Also das finde ich persönlich mittlerweile eine ganz coole Alternative. Und mein, wie man das eben dann organisiert ist, dann auch noch von den Prozenten her natürlich ein Unterschied oder wie schwer man sowas macht. Rein theoretisch kann man auch Ganzkörpertrainingseinheiten direkt hintereinander machen. Man muss halt dann einfach planen, wie schwer das ist. Und das schauen wir jetzt mal, wie man das so bei dir zusammenleitet. Wadeln, Arme, vielleicht irgendwas mit Rücken. Ja. Das war's cool, oder? Müssen wir Montag, Mittwoch machen. Und dann am Donnerstag machen wir halt so ein. Ja, wobei. Wäre gut für Freitag, oder? Vom Feiern. Vom Feiern schön aufpumpen. Oh, dann wird es aber interessant. Da müssen wir schauen, weil dann. Wegen der Erschöpfung. Weil dann haben wir Montag Ganzkörper, Mittwoch Ganzkörper, Donnerstag Ganzkörper und dann Freitag. Pump Day. Ja. Also Mittwoch, Donnerstag bin ich leistungsmäßig schon am Start. Also Montag ist das auch halt momentan ein bisschen. Also ich glaube, könnte ich packen. Das ist schwierig, weil einen anderen Tag zu nehmen macht keinen Sinn. Ja, wir müssen ja Ich meine nicht. Okay, dann trotzdem Bankdrücken, Kniebeugen nach dem Saufen. Ja. Okay. Dann am Mittwoch machen wir ganz normal die Kniebeuge als erstes. Dann Bankdrücken nochmal, oder? Dreimal die Woche Bankdrücken. Hast du schon Bock gehabt, oder? Ja. Aber Schulter geht mir nicht. Ja, Schulter will ich auch nicht. Ja. Das ist vielleicht so eine